Willkommen zurück im Kristallklatscher. Klatscher. Der Kristallklatscher. Nein, der Kristallgletscher wollte ich eigentlich sagen. Ja, wir haben hier ein kleines Insektenproblem, was wir jetzt heute auf jeden Fall erledigen wollen. Und wie machen wir das? Ja, ganz einfach. Mit Hilfe des Powerflügels können wir dann hier durchfliegen und jeden einzelnen Käfer richtig verbrutzeln und verbrennen. Ja, das machen wir heute. Aber erstmal muss ich nochmal mit den Typen quatschen, damit ich die Aufgabe sozusagen starten kann. Schön, dass ihr wieder da seid hier. Und ja, dann wollen wir mal loslegen, nicht wahr? Hallo, Tick. Wir haben früher Besucher durch diese... Das haben wir, das kennen wir doch alles schon. Toll! Aber denkt dran, sie alle möglichst schnell zu fangen. Wenn dir welche entwischen, vermehren sie sich weiter. Röste alle Käfer. Benutze das Superflug-Power-Up. Ja, das ist jetzt schon eine Aufgabe, die ein bisschen nerviger ist. Dass wir wirklich alles irgendwie treffen. Ja. Wenn du halt einen übersiehst, ist es nicht so toll, weil du dann alles nochmal von vorne machen musst. Moment, wo ist er da? Toll. Ah. Toll, jetzt ist er wieder. Der eine ist wieder zurückgekommen. So. Kein guter Start auf jeden Fall. Ich glaube, so habe ich mich damals auch angestellt. Nichts getroffen. Aber es sieht doch gut aus. Ja, nein. So. Jawohl, geschafft. Du hast uns vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt. Nimm diese Kugel als Zeichen unserer Dankbarkeit. Vielen Dank, mein lieber Freund. Und damit haben wir die Welt abgeschlossen. Wir sind hier fertig. Alle Kugeln gesammelt und die Welt ist zu 100% abgeschlossen. Yeah! Das ist mal eine Welt, die ziemlich einfach ist. Wie gesagt, man kommt hier wirklich sehr schnell durch. Ist so bescheuert, ich kann endlich fliegen, aber komme nicht ganz nach oben. Naja, egal. So, dann können wir die Welt verlassen und uns die nächste Welt kümmern. Wo war der Ausgang? Der war doch hier gewesen, oder? Ja, hier war der Ausgang. Hast du was zu sagen, Kumpel? Nö. Naja, das ist mir gerade mal aufgefallen. Die drei Schamanen, die wir haben, das ist ein ziemlich lustiges Easter Egg. Das ist halt eine Anspielung auf Tick, Trick und Track. Mhm, auch richtig lustig. Habe ich halt auch gemerkt, als ich den anderen Part vorhin gerade auch geschnitten habe. Da habe ich gesehen, ey, der eine heißt Tick, der andere heißt Track und der andere heißt halt Tick, Trick und Track. Richtig lustig. So, die können wieder Frieden haben und ja. Verdammte Scheiße, Mann! Gut, guck mal, der ist runtergefallen. Was für ein Idiot, wa? Oh, Scheiße, oh, verdammt. Oh Mann, ey, das sind meine Leute. Was sind die dumm? Gut, damit haben wir die erste Welt abgeschlossen und jetzt gehen wir gleich weiter in die zweite Welt. Juhu! Da freue ich mich drauf. Es ist immer wieder schön, wenn man die Welten zu 100% gleich abschließen kann. Weil ich mag das nicht, wenn ich dieses ganze Backseat-Gaming nochmal in die alte Welt zurückgehen muss und. Nee, das heißt gar nicht. Nee, Backtracking. Backtracking. Backseat-Gaming ist was anderes. Das ganze Backtracking, das mag ich überhaupt nicht. Da bin ich überhaupt kein Fan drauf davon. So, Skellos Einöde. Das ist die nächste Welt. Was war denn hier nochmal? Oh, schon wieder Geldsack. Gibt es hier ein Portal nach C4? Und der Legende nach weiß ich zufällig, wie man es aktiviert. Wenn ich mich recht entsinne, aktiviere ich es der Legende nach für eine kleine Gebühr. Ja, 400 Edelsteine, alles klar, bitteschön. Danke für die Edelsteine, Spyro. Mit dem Profit eröffne ich einen Echsenburgerladen in der Skellos-Einöde. C4, das war doch... War das nicht die Welt von Elora, wo die ganzen Faunen sind? Oh, dann gehe ich erstmal hier hin, weil die Skellos-Einöde ist genau das Gegenteil von dem Kristallgletscher. Da ist es nämlich so, dass alles da halt wirklich aus Feuer besteht, Lava und so weiter. Und da war eine Aufgabe dabei, die ich nicht leiden kann. Das war eine Aufgabe, da müsst ihr vorstellen, da sind halt zigtausende Dinos. Und du musst halt sofort zu jedem Dino hinsprinten, den halt anfackeln, weil sonst frisst er die Dorfbewohner auf. Und ich kann mich erinnern, das musst du zweimal machen. Nee, danke, da habe ich keine Lust drauf. So, Geldsack, hast du noch was zu sagen? Hm,
Die Vögel in C4 haben mich nie für die Bomben und TNT-Fässer bezahlt, die sie von mir haben. Nein, das ist nicht die Faunwelt. Okay, alles klar, da gehe ich nicht rein, weil es ist die Kriegswelt. Oh, nee, die mag ich nicht. Die mag ich überhaupt nicht. Ja, doch, stimmt. C4 und Windhafen, die beiden führen Krieg die ganze Zeit. Ja, stimmt, okay. Gut, da muss ich die Welt auf jeden Fall erstmal doch machen. Obwohl ich keinen Bock auf die Welt habe, aber naja, was sein muss, muss sein. Da hinten ist eine Kristallkugel noch. Wie komme ich denn da nochmal hin? Warte mal, was war denn da oben? Warte mal, halt mal ganz kurz mal gucken. Metrostrecke. Hier gab es zwei Strecken? Was, echt jetzt? Okay. Oh, warte mal, halt. Halt. Ich habe gerade was gesehen. Moment. Komme ich da rauf? Ja, komme ich. Denn nur so komme ich doch, glaube ich, auch dahin, oder? Warte mal, muss ich mal gucken, ob hier was ist. Weil mir fehlen auch noch sehr viele Edelsteine. Wow. Das alles nur für 20 Edelsteine. Ja gut, okay, besser als gar nichts, aber... wie komme ich denn nochmal auf diese Plattform? Weil die war nämlich ein bisschen höher als die anderen. Ach so, nee, warte mal. Komme ich doch rüber. Ja gut, das war jetzt... So macht man das nicht. Man muss also noch mal ein bisschen besser springen und dann kommt man da auf jeden Fall rüber. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so toll. Man merkt gar nicht, dass ich gar keinen Bock auf diese Welt hier gerade habe. Deswegen versuche ich gerade was ganz anderes zu machen. Aber ich will darüber. Ich will darüber. Man kommt da auch sogar rüber, aber. Ich will da. Ich muss diese Kristallkugel haben, weil ich muss ja 100% erreichen. Nee, lieber so. Das war knapp. Aber es bringt nichts, weil ich da nicht raufkomme. Wie komme ich denn da nochmal rauf? Ich glaube, das war hier nur der Rückweg, kann es sein? Nein. Wieder eine Sache, die ich wieder... an die ich mich immer wieder erinnern muss, auf jeden Fall. Scheiße. Okay, gut. Zwei Leben umsonst gerade verschwendet. Ja, gut, okay. Ja, ich weiß Bescheid. Ich muss hier nach C4. Na gut, dann gehen wir in eine meiner Hasswelten. War das jetzt schon die schlimme Welt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht, weil ich mag die Welt nicht. Reisen nach C4. Und dann kommt nochmal, dann mache ich die Skalos-Einöde, dann mache ich den Windhafen und dann machen wir weiter. Also hier sind auf jeden Fall viele Welten, die ich nicht so... berauschend finde. Mussten sie es kinderfreundlich machen, weil der ist gerade explodiert worden. Ach ja, hier kämpfen wir gegen die Vögel. Und in der anderen Welt kämpfen wir dann gegen die Raupen. Hallo Raupenoffizier. Okay, Spyro, wir haben ein klitzekleines Problem. Die Windbauer haben uns hier festgenagelt und wir suchen einen Freiwilligen, um ihr Munitionslager in die Luft zu jagen. Da kommst du ins Spiel. Ich habe mich nicht freiwillig gemeldet, General Colonel Blub. Ja gut, okay, dann helfen wir euch mal. Boah, du blödes Küken. Komm her. Hey, du blöder Adler. Du sollst runterkommen. Haha. Auch lustig, die Küken werden mit Munition gefüttert und die schießen sie dann auf uns los. Und wir töten hier kleine Raupen, damit wir wieder Leben haben.
Obwohl wir eigentlich gerade Raupen als Freunde hier haben. Aber na egal. Wir sollen Raupen töten, damit wir wieder mehr Leben haben. So, komm runter. Jetzt runterkommen. Achso. Solange die Küken immer da sind, kommen die Adler nicht runter. Gut zu wissen. Gut, das weiß ich mich auch nicht mehr genau. Komm runter. Runterkommen. Ich sagte runterkommen. Komm runter, du feige. Hallo, du komm runter, du feiges Huhn. Boah, komm runter, du. So. Sag ich doch, du feiges Huhn. Blöder Adler. War das nicht mal ein. Ist das nicht ein Weißkopfseeadler? Sind die nicht vom Aussterben bedroht? Jetzt nicht mehr. Weil sie tot sind. So, stirb. Die nehme ich auch noch mit. Danke. Danke. Gott, nicht so viele Edelsteine wieder übersehen. Egal, wir machen jetzt weiter und bringen noch mehr. Ich krieg die verflixte Kanone nicht zum Feuern. Kannst du den Vogel da vorne erwischen? Spring rauf und versuch's mal. Jawohl. Geh mal weg, meine komische Raupe. Ich habe das nie gesehen, dass es damals, Raupen gewesen sind. Hat man damals wirklich nie rausgefunden. Oh, mal abschießen. Da ist noch ein Weg. Jawoll. So, du komischer Vogel, komm mal her. Gibt es einen Grund, warum ich die ganze Zeit irgendwelche Katzen hier irgendwie höre? Oder ihr habt doch auch die ganze Zeit irgendwelche Katzen. Hier haben wir was, danke. Geöffnet. Schön die ganzen Edelsteine mitnehmen. Die brauchen sie ja wieder für Geldsack. Ist ja nicht so, dass ich auch mal ein paar behalten möchte. Nein, alles nur für Geldsack. Ja, ein Zehner. Der ist runtergefallen. Fies! So, noch einer. Auch übersehen. Oh, den töten wir noch. Alle Adler umgebracht, Sir. Guter Schuss. Dankeschön, Sir. Das habe ich nur für Sie gemacht, Sir. Ja, ja, komme ich nicht ran. Was wollen Vögel mit TNT? Die arme Raupen. Weißt du, die brauchen das gar nicht. Die könnten einfach nur wirklich wieder hingehen und die halt, ja, so einfach umbringen. Die müssen einfach nur Hamm machen, dann sind die Raupen tot. Aber Raupe. Hat die Raupe gerade gelacht? Weil es klang gerade so. Der Vogel ist tot. Nee, du hast gerufen. Leute. Oh, eine Bum-Bum-Kanone. Boom. Das war zu weit. Das war getroffen. Hier noch irgendwas? Das ist irgendwas versteckt? Das ist irgendwas versteckt? Nö. Hier, was ist das? Was bist du? Aha, du bist ein Elefant? Will der seinen Elefanten haben? Hier. Ist es deiner? Was schimmert durch das Fenster dort? Das Fenster dort oben, du Narr. Der Professor sucht nach einer Möglichkeit, mich wieder mit Julia zu vereinen. Doch ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Alles klar, Romeo und Julia. Ah, okay. Hier. Also mit diesem komischen Fliegen-Elefanten-Typi. Der würde doch bestimmt helfen wollen, oder? Was war noch mal mit diesen komischen Elefantentypen? Die hätten doch irgendwie eine Aufgabe, oder? Kann ich auf die raufspringen, du? Kann ich nicht. Ach doch, jetzt weiß ich, das sollen so eine Art Schafe sein. Stimmt. Der ist sich ganz selber abgeschossen? Entschuldigung. Warte mal, jetzt gehe ich kurz mal hier mal gucken.
Wie gesagt, diese Welt ist eine Welt, die ich überhaupt nicht leiden kann. Ihr braucht nicht zu mir kommen, ich kann euch auch abschießen. So, das kaputt machen. Da ist noch was. Ah ja, ich erinnere mich. Hier war auch noch so eine andere Aufgabe, die ich auch nicht so ganz toll fand. Den Typen muss, die beiden muss ich hochschießen, damit die dann halt mit ihrer, ihrer Raupe wieder zurückkommen. Das Ding ist auch sehr wichtig, das kennt man. Das kenne ich halt aus dem dritten Teil. Da sind ziemlich viele Edelsteine noch versteckt. So, schön zielen. Puh. So, mit. Jetzt kann ich die, glaube ich, hochschießen. Jawohl. So, damit sind die oben. Und dann können wir einfach weitermachen. Dann sind hier noch irgendwelche anderen noch versteckt gewesen. Ja, das war irgendwie eine Scheißaufgabe. Alles oben? Nein. Damit schieße ich die wesentlich weiter weg. Ja. War keine schöne Aufgabe. Naja, aber was soll's. Die muss gemacht werden, damit ich halt die nächsten Edelsteine noch haben kann. Und dann sind die dann auch schon erledigt. So, das war das. Jetzt komme ich hier wieder hoch. Und dann im nächsten Part würde ich mal vorschlagen, quatschen wir mal mit der Züchterin. Was soll das überhaupt sein? Sollen das Elefanten sein oder? Egal, gut, jetzt habe ich schon mal zwei hingepackt. Aber. So. Dann reden wir mal mit der. Hallo! Ich bin Klein Bo-Beep und meine Kulecks sind ausgebüxt. Bei den vielen Kämpfen hier laufen sie ständig weg. Kannst du mir helfen, sie wieder ins Gehege zu treiben? Na klar, Pupieps, das mach ich doch gerne. Treib 5 Kulex ins Gehege, jawoll. Wo ist das Gehege? Da war. Das ist das Gehege? Ja, wir machen nicht mehr da hin. So. Das war der Nummer 1. Wo ist Nummer 2, Nummer 3? Der andere ist da hinten. Oh, wa? Und dann gehst du mal dann die Kulex da hin. So, perfekte. 2 sind drin. Wo ist der andere Typ? Da ist der andere Typ. Da komm mal mit, du komisches Kulex-Ding da. So, jetzt fliegst du da auch hin. So, schön, wunderbar. Bist da auch drin, da, Supi. Oder den anderen müssen wir auch noch holen. Der andere da oben unten gewesen, den habe ich zu den anderen Typen hingeworfen, weil der wollte ja unbedingt zu seiner Julia, aber die Julia machen wir später. So, jetzt darüber, wunderbar, schönes Ding. Kulex sind jetzt fast alle da, jetzt bitte nur einer und der da hinten. Wer schießt denn da auf mich wieder mal? Ach du, da oben schießt da, alles klar, da komm mal runter. Sorry, ich wollte den Typen gerade nachmachen. So, wo ist denn der? Wo ist denn der? Ist er weg. Der ist weg. Ist er wieder da? Hau dich doch! Na komm schon! Na komm schon! Feige Sau. Oh, warte mal. Machen wir gleich. Jetzt muss ich einen Kulex hier noch holen. So, boom. Lauf. 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 Ich sagte lauf. Ich sagte, du sollst laufen. Doch. Ach, ich glaube, ich kann mich erinnern. Die zweite Aufgabe befindet sich dann halt im hinteren Bereich. Also da, wenn ich die im Steigerloch habe. Da muss ich die, glaube ich, nochmal sammeln. Und dann freut er sich dann und dann, nächste Aufgabe ist dann irgendwo da. Hallo! Danke, Spyro! Hier, nimm das! Du weißt schon, für deine Hilfe! Danke, du komischer Typ, da. Das ist ganz lieb von dir. Danke, danke. Ja, cool, Mann. Jetzt habe ich die nächste Kugel. Irgendwo so, was ist noch? Da draußen sind noch 2 Kulex, aber ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Ich hab noch 2 Kulex ins Gehege. Ja, Marek. Aber erstmal werde ich den komischen Vogel da oben noch platt machen. Der ist nämlich da oben und der wird durch jetzt platt gemacht. Ja, und dann ist der Part auch schon wieder vorbei und dann ist alles gut. Ja, guck mal, da oben habe ich sogar noch was von erzählt. Wie kann da oben das noch stehen? Ich habe das doch eingesammelt. Das wäre wieder ein Edelstein, wo ich mich wieder halt geärgert hätte, wenn ich den nicht gefunden hätte. So, einsammeln. Edelstein. Jawohl, das ist mein. So, wollen wir hier noch das schnell noch machen. Ah, hier war auch noch einer. Danke.
So. Da kann ich mich ganz schnell auf diesen anderen Adler, der da oben die ganze Zeit geflogen ist, den werde ich jetzt schön abballern. Und aus seinen Federn mache ich mir ein Kissen. Ja, das war jetzt nicht so. Gut, okay, dann machen wir erstmal weiter. Ich sehe gerade, der Part ist wieder vorbei. Ich sage dann wieder danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part bei Spyro. Und im nächsten Part werden wir dann die Welt hier, glaube ich, auch abschließen. Und werden den fetten Typen hier mit seiner Julia wieder zusammenbringen. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.